Der Schlüssel zu allen. Das ist natürlich dann. Das war knapp. Sieht auch wirklich hier sehr gruselig aus. Es gibt ja auch zum Beispiel, wenn man sich auch mal so im Internet anschaut, so Geisterstädte, zum Beispiel dieser Ort dort, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, auf jeden Fall der beim Atomkraftwerk Tschernobyl. Dort kann man dann zum Beispiel auch sehen, wie da eben immer noch dieses verlassene Riesenrad zum Beispiel immer noch dort rumsteht oder alles eben verwüstet ist. Wobei das ja in Fukushima ja auch teilweise ist, als ja da, das war ja 2011, als dort ja der zweite Super-GAU in der Geschichte der Atomkraft passierte und seitdem sollte ja auch alles langsam mal drüber nachdenken, vielleicht Atomkraft sein zu lassen. Wäre schon nicht schlecht. So, jetzt sind wir gleich dort. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen. Diese Lava-Blöcke dort bekommen ja auch, genau, dort hat man es jetzt gerade gesehen, man bekommt davon nämlich Schaden, wenn man drüber läuft. Deswegen Vorsicht. Und jetzt müssen wir einfach nur ein bisschen östlich. Dann kommen wir Richtung Shopping Meile. Genau, dahinter. Dann einfach mal hier ein bisschen hoch noch. Und dann sollten wir jetzt hier eigentlich auf der Shoppingmeile sein. Jetzt müssen wir nur mal kurz gucken, wo die alte U-Bahn-Station. Nochmal war, aber das ist jetzt die gute Frage, weil die Map kenne ich jetzt auch nicht so hundertprozentig gut. Deswegen. Ah, nicht schon wieder so ein kleines Vieh. Nicht schon wieder. Ah, Hilfe! Zumindest das kleine Vieh sollten wir mal platt machen, ja. So. Ist natürlich nur die Frage, wo ist denn die blöde U-Bahn-Station? Hoppala. Hier ist auf jeden Fall die genau, also das hier ist die Shoppingmeile. Warte mal. Hier ist er, jawohl. Hier ist er, das ist sie doch, die U-Bahn-Station. Dann war doch das nicht so richtig genau. Hier waren so komische Bäume immer. Und da kommen, glaube ich, durch, oder? Ja. Sehr gut. Das sieht doch gut aus. Da unten ist, glaube ich, auch eine Tür. Genau, die war früher nicht. Genau, da waren die U-Bahn-Stationen. Genau, und wahrscheinlich jetzt durch diese Tür geht die auch irgendwie wieder zu. Nicht, dass hier Zombies reinkommen. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja, perfekt. Perfekt, jawohl. Zack, Tür auf. Questlog aktualisiert. Verfügbar. Ach du je. Für eine Not.
Ich habe Überlebende gefunden. Unglaublich. Das wird mir sehr freuen. Doch sollte ich zuerst mit den Überlebenden reden? Ich bin mir sicher, sie können nicht nach draußen. Erledige 5 Hauptquests im Bunker. Ach, du liebes bisschen. Verfügbare Quest. Reiche Familie. Gebete erhöhen. Huch, Seife, Vorräte werden knapp. Misslungener Einkauf. Okay. Dann schauen wir einfach mal. Wir sehen ja hier schon überall. Dann haben hier die erste, nämlich die Luisa. Lieblingsonkel. Okay. Versteckt im Wald. Reiche Ente, Lieblingsonkel. Siehst du toll? Sie ist total eingebildet, aber gut, ich werde ihren Onkel besuchen und ihm den Standort seiner Nichte mitteilen. Er wohnt gegenüber dem Pier in der Weißen Villa. Finde Onkel Manfred in der Weißen Villa. Allerdings, wir gehen jetzt natürlich jetzt hier erstmal alle Leute durch. Das wäre Quatsch, hier alles einzeln zu machen. Hier ist der nächste, nämlich der Karl. Und der ist Bademeister, oder wie? Hoch! Ja, also ich werde mal eine neue Seife besorgen. Ich werde jetzt nicht die Seife aufheben. Das werden wir mal lieber nicht tun. Ja, und hier spielen wohlgemerkt auch unter 18-Jährige mit. Also ja, aber den Gag kennt man ja. Nonne Anna. Sieht aber nicht aus wie eine Nonne. Eine Nonne ist da, hat doch eigentlich immer schwarz eher. Ja, das können wir natürlich auch machen. Quest verfügbar, ein Koch. Okay, im Ilda finden und da hinten ist da noch eine Quest. Waldhafen Kraftwerk. Da werden wir gleich mal gucken, ob das dann auch mit dem Kraftwerk geht, dann hätten wir immer so eine Teleport-Möglichkeiten. Nee, hier war ja der Karl. Und Schlafraum. Dort hinten nämlich die Nora. Okay, alles klar. Dann haben das. Jetzt gucken wir erstmal, ob das auch mit den Kraftwerk funktioniert. Kurz durch den Bunker und diese Quests sind doch, soweit ich weiß, genau, das sind die Quests. Genau. Das sind die Quests. Dazu müssen wir dann auf die Hauptinsel wieder. Bunkerkraftwerk, wenn wir da durchgehen, oder? Sind wir wieder im Kraftwerk, oder? Ja, perfekt. Sehr gut, dann jetzt in den Spawn und dann werden wir jetzt hier erstmal die Quests machen. Gehen wir einfach hier mal chronologisch durch. Dreckiger Karl, er hat seine Seife fallen lassen und dieses nun in den Weiten des Wasserrohrs. Im Diener verteilen die Mitarbeiter gerade verschiedene Waren. Vielleicht kann ich dort ein Stück Seife bekommen. Gehe zum Diener und sprich mit den Personal. Dann gucken wir mal kurz, wo das Diener ist. Also ich weiß, wo das Ilder ist. Das weiß man natürlich logischerweise noch. Aber wo das Diener ist, das weiß ich jetzt natürlich nicht unbedingt auswendig. Aber da müsst ihr eigentlich auch eine Überschrift sein, deswegen jetzt mal ein bisschen gucken. Diener. Das ist eine gute Frage, wo der Diener ist. Vielleicht noch ein bisschen größer. Diener, Diener, Diener. Bilder. Sonst gehen wir einfach erst ins Ilder. Also ich mache am besten erstmal die Quest mit dem Ilder, weil,
Dort wissen wir wenigstens, wo es ist. Kinderwohl. Nordischen Kirche, das war doch wahrscheinlich diese andere, das ist nicht die Basilikum, sondern diese nordische Kirche, die da auch in Nähe vom Ilder ist. Also das könnte man eigentlich dann zusammen lösen. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir fahren zur Highschool, dann hätten wir zumindest zwei Quests mit der Nonne und mit den Lebensmitteln. Ich denke mal, das Wichtigste ist eigentlich, würde ich so neutral sagen, eigentlich die Lebensmittel. Und das unabhängig, ob ich hier ein Mensa-Format mache oder nicht. Und dann gehen wir mal dort hoch. Genau, so nach dem Motto, ja, macht Mensa-Format und hat auch etwas mit Theologie am Hut. Natürlich muss dann erstmal diese beiden Quests erfüllt werden. Ja, so könnte man es auch denken, aber ist halt auf dem Weg. Hier ist das Rathaus, hier ist eine Villa. Mit Villa war da auch irgendwas. Aber wir gehen jetzt erstmal hier in das Ilda. Dazu die Quest. Genau, weiter Überlebende. Eine. Bitte, genau. Der Koch bat mich, Nahrung zu organisieren. Sie haben nicht viel Essen und er möchte keinen verhungern lassen. Im Ilda arbeitet eine Freundin von ihm. Sie ist schwarz gekleidet. Er hofft, dass sie Lebensmittel für ihn hat. Gehe zum Ilder und organisiere Lebensmittel. Sehr gut, Großrationskiste. Das passt doch. Sehr gut. Großrationskiste. Also bekommen. Sehr gut. Dann, dort können wir raus, genau. Dann vielleicht kurz zu der Helle. Dazu nach sind wir hier im Norden? Ja. In den Norden. Nämlich hier. Ist er das? Priester Sascha, ja. Das war Kiste voll. Genau, das dann zurückbringen, aber das machen wir dann alles. Das war die Lieblingsonkel. Nee, Lieblingsonkel nicht. Bunker am Hafen. Das war Kinderwohl? Genau, Kinderwohl, genau. Hödi. Okay. Kindergarten Kunter Bund. Der Priester möchte, dass ich in den aktuell geschlossenen Kindergarten Kinderbund gehe und im Gartenhäuschen eine Kiste mit Spießsamen mitnehme. Die Kinder werden sich darüber sicher freuen. Finde die Spießerkiste im Kindergarten Kinderbund. Das ist natürlich jetzt nur die Frage, wo dieser Kindergarten ist. Das ist natürlich immer so die Sache, wo hier was ist. Der Kindergarten.